Willkommen zurück zu Persona 5 Royal und ja, wie jetzt mal gesagt, direkt zu Yusuke. Wie sehen deine Pläne aus? Einfach nur zu warten macht keinen Spaß. Das Beobachten von Bossanten läuft gerade heute auch nicht so gut. Ich bin noch eine Weile an der Station, also sag Bescheid, falls irgendwas passiert. Ich komme vorbei. Okay, ich bin in der unteren Passage. Halt die Augen nach mir offen. Beautifully executed. By the way, I see. Ich habe keine bessere Karte, die ich gerade irgendwie neu machen könnte. Also machen wir noch eine Belebengreikarte. Very well. By the way. Okay, ich wollte dich sehen. Im Text wie immer gewesen und wir können uns noch nicht vertiefen bei ihm. Das ist ja ärgerlich. Aber ich muss ihn ja immer dahin bringen, ne? Also soll's. Ja. Also was sagst du, willst du Zeit mit Yusuke verbringen? Ja. Well. Was möchtest du heute unternehmen? Lass uns Spaß haben. Yes. Also gut, wo sollen wir hingehen? Wir wären ob ihr dessen Schönheit die Fantasie anregt. Okay, damit. Wir waren ja schon mal eben hier. Kunstmuseum, ne? Wäre das nicht extrem langweilig, da wieder hinzugehen. Ich gehe mal mit ihm ins Aquarium. Das könnte die Fantasie auf jeden Fall anregen, finde ich. Mein Aquarium. Dann lass uns gehen. Ich will mich von den Fischen verzaubern lassen. Gehen wir. Ich hoffe, du weißt, wo es lang geht. Ja. Da waren wir schon öfter. What are your thoughts? Kukurin, diese Kreatur hat eine seltsame Form. Faszinierend, oder? Eins der Geheimnisse des Lebens. Yes. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich sollte diesen Fisch einmal zeichnen. Solche Erlebnisse führen mich stets zu neuen Entdeckungen. Ja, das habe ich gehofft. Übrigens, vielleicht liegt es an dem Fisch, den wir gerade ansehen, aber ich bin ein wenig hungrig. Ich auch. Dann sollten wir uns nachher etwas Sushi gönnen. Ich lebe von deinem Ingwer. Das ist ein Tippfehler, oder? Von meinem Ingwer. Von seinem Ingwer wahrscheinlich. Nun, dann sollten wir weiterlaufen. Ich möchte die Seelöwenshow sehen. Okay, es hat gereicht. Es waren nicht viele Noten, die gefehlt haben. Okay. Ist halt manchmal so, ne? Ich habe das Geld für den Einzig ausgegeben. Gehen wir nach Hause. Ich hätte das auch für dich ausgegeben, Yusuke. Du sollst ja letztes Geld nicht dafür ausgeben. Ist was. Hey, das war eine Vorlage für die Zukunft, das ist auch wichtig, ne? Drei Leute. So viele Optionen. Boah, ich hätte ja nochmal Bock, einmal zu ihm zu gehen, ne? Zum Politiker. Aber dann bräuchte ich eine Sonnenarkane, ich habe gerade keine. Ich hole uns mal eben einen und dann sehen wir uns gleich bei ihm, oder? Ich will gerne den Politiker noch einmal machen, wenigstens. Also bis gleich. Also wenn wir mit ihm steigen können. Sonst würde ich es wahrscheinlich lassen. Da könnte ich besser mit Hankman abhängen, wow. Weil mit dem können wir nämlich wenigstens steigen. Wir sehen uns gleich wieder, ja? So, da bin ich wieder. Ich gucke mal kurz im Laden für Bücher. What can I get you? Nakano-Führer. Das haben wir jetzt abgelehnt, ne? Das heißt, vielleicht soll ich das mal lesen, damit ich rausfinde, wo das ist. Ich habe Yulungo gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Yulungo hat eine sehr interessante Fähigkeit. Passiv. Und zwar erhöht SP-Regeneration bei eigenem Charakter um 50%. Das ist extrem geil. Klar, einmal wenn man Itis benutzt, aber vor allen Dingen, wenn man Beleben 3 hat. Ich glaube, Beleben 3 regeneriert pro Runde 7 SP. Ich weiß nicht, ob er auf- oder abrundet. Ich gehe mal von Abrunden aus. Selbst dann hätte man 10 SP-Regeneration pro Runde mit so einer Fähigkeit. Plus Beleben 3. Das wäre halt unfassbar gut. Jede Runde immer 10 SP generieren. Wow. Einfach wow. So, können wir beide steigen? Armut und Billiglöhne beherrschen unseren Arbeitsmarkt. Depression und Selbstmord nehmen zu. Die junge Arbeiterschaft wird täglich zerrieben. Das Übel aus den Geschäftsetagen der Unternehmen dringt in unsere Reihen vor. Good evening. Hallo, Kwasakun. Wer öffentlich spricht, braucht Ausdauer. Du bist noch jung, aber gib auf dich Acht. Ich halte heute eine Rede, aber eine Sache wird anders sein als sonst. Ich könnte wieder Hilfe gebrauchen. Hast du Zeit? Wir können, dann mache ich es auf jeden Fall. Komm. Noch einmal Yoshida. Ja, wie nochmal. Jo.
Heute werden wir ebenfalls gefilmt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich konnte nicht ablehnen. Gleichwohl sollten wir uns so verhalten wie immer. Nicht aus Eigennutz zu handeln, sondern zum Wohle aller. Diese Einstellung müssen wir Politiker in unseren Wählern hervorrufen. Okay, es kann losgehen. Gut, wir kriegen sicher ein paar interessante Bilder. Ist schließlich tunlich gut, Tora. Im Wahlkampf einer übermäßig optimistischen Politik vertreten, um Wähler zu ködern. So hat Tunich Gutora vor 20 Jahren gedacht, gehandelt und Unmögliches versprochen. Das überrascht mich jetzt. Wenn man etwas verspricht, muss man es halten. Wer einen Fehler macht, muss dafür gerade stehen. Das sind menschliche Grundsätze, die wir von frühester Kindheit an lernen. Langweilig. Er bringt gute Argumente, findest du nicht? Deswegen ist es ja alles nicht zu gebrauchen. Aber es ist eine gute Idee von ihm, sein altes Image einfach zu nutzen. Wir sollten wohl nur Bilder vom alten Tunichgutora. Respektlos. Aber ich distanziere mich jetzt davon. Findest du, ich habe mein Selbstvertrauen wieder? Ich glaube schon. Tja, wenn du das findest, dann ist es wohl so. Aber ich werde die Schmach, die ich als Tunichgutora erlitten habe, nie vergessen. Hey. Kann ich dir eine Geschichte erzählen? Wie du weißt, hatte ich vor 20 Jahren das Glück, zum Abgeordneten gewählt zu werden. Aber ich wollte aus den falschen Gründen Politiker sein. Ich wollte eine Machtposition und war besessen von dem glamourösen Lebensstil. Ich dachte nur daran, beliebt zu sein. Ich war es wirklich. Ich war Tunichgutora. Hey. Lerne aus meinen Fehlern. Lass es nicht dein einziges Lebensziel sein, Abgeordneter zu werden. Wähler sind viel vernünftiger, als wir es ihnen zutrauen. Wirklich? Ich weiß ja nicht. Ehrgeizig zu sein und nach Erfolg in der Politik zu streben, ändert deine Sicht aufs Leben. Yoshida hat mich bereitwillig beraten. Meine Bindung zu Yoshida vertieft sich. Erhöht er gelegentlich die Chance, dass ein Gegner dir einen seltenen Gegenstand gibt. Ich mache sowas mit Gegenständen und Geld echt selten, ne? Also wenn rekrutiere ich euch, lasse das Gequatsche meistens sein. Alright. Also das Gequatsche mit dem Mond. Generell Gequatsche ist gut, aber nicht mit dem Mond. Ich frage mich halt, ob später in seiner Liste auch was kommt, das könnte nämlich gut sein, was die Chancen eine Rekrutierung verbessert oder vereinfacht oder irgendwie sowas. Du hast gute Reden gehalten, Yoshida. Unglaublich, dass du die letzten zwei Wahlen verloren hast. Hm? Du bist Kuramotos Enkel? Stimmt, genau. Ich bin sein Enkel Benzo. Weiß er, dass du gerade mit mir sprichst? Ich weiß, dass mein Großvater und du im Streit liegen, aber das hat nichts mit mir zu tun. Du bist wohl dein Sekretär. Hey, immer mehr Tippfehler. Du bist wohl sein Sekretär. Ich habe gehört, dass er dir in letzter Zeit eine große Hilfe ist. What? Du weißt von ihm? Mein Großvater liegt seit kurzem im Krankenhaus und wir haben über dich gesprochen. Ich werde mich gerne mal wieder mit dir unterhalten. Ich habe aus deiner Rede heute viel gelernt. Kuramoto hat von mir gesprochen? Matsushita? Tut mir leid, ich muss dir was erledigen. Belass es für heute dabei. Okay, interessant. Yoshidas Rede zu erhöhen hat man Charme. Ja, gut. Ja. Das bringt mir nicht mehr so viel, aber danke. Well then, I'll see you again. Gut gemacht. Ja, trotzdem bin ich ganz froh, dass ich nur einmal gemacht habe. Das ist ganz nett. Ich habe eine coole Zeitschrift gefunden. Wow, du unterst jeden Abend jetzt an, ja? Ich bringe sie mir ins Versteck. Du hast doch morgen frei, weil Sport- und Gesundheitstag ist, oder? Das gibt dir definitiv einen Adrenalinkick. Ich will sie unbedingt lesen, aber ich warte bis morgen. Oh, aber wenn du was zu tun hast, erledige das ruhig zuerst. Ich kann warten. Bis dann. Utaba kommt also morgen her, um meine Zeitschrift zu zeigen. Klingt echt aufregend, aber ich gehe jetzt schlafen. Vielleicht mache ich das. Ich finde es irgendwie fies, sie zweimal abzulehnen. Da fühle ich mich schlecht. Aber davon abgesehen, Hey. Klingt das so, als ob wir Mut dadurch bekommen? Ist zwar gar nicht mein dringendster Aspekt, aber es wäre trotzdem schön, das auch zu erhöhen. Das ist mein letzter Tag vor dem Sinneswandel. Nice. Haben wir denn andere relevante Optionen? Gemeldet hat sich nämlich niemand. Arcade? Das ist Ryuji, ne?
Ah, Yusuke ist aber auch da. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr steigen kann. Das ist das Blöde. Wenn ich nicht mit ihr steigen könnte, dann wäre es sehr sinnvoll, mit ihr abzuhängen. Keine Frage. Aber ich weiß es ja. Kann ich das sehen, wenn ich mit ihr rede? Mal gucken. Jo, ich werde heute hier chillen. Ich habe sogar ein paar PC-Schriften dabei. Ach, für dich habe ich auch welche. In denen findet man echt geniale Sachen. Mein Können. Ah, mein Können brauche ich nicht zu erhöhen. Hey! Es tut mir so leid, aber dann sag halt Bescheid, wenn du infiltrieren willst. Ich will nicht infiltrieren, das haben wir schon durch, aber also aus Momentos, aber... Können brauche ich halt nicht. Es wäre Blödsinn und ich kann mit Yusuke abhängen. Das ist definitiv wichtiger. Ich muss Prioritäten setzen. Gut, aber wir haben noch sehr viel Zeit miteinander, keine Sorge. So, Yusuke. Beautifully executed. Hey, Kunstliebhaber, ja. Ich mag, glaube ich, eingebildet am liebsten. Das heißt Beleben 3. By the way, I see. Und es ist immer noch nichts anderes, was es wert wäre. Also. Ich muss ja zumindest nie drüber nachdenken, ob ich noch genug davon habe. Ich werde wahrscheinlich immer genug davon haben. By the way. Abgesehen davon, es wäre gar nicht so schlecht, das möglichst auch multiplen Personas zu geben, die ich zur selben Zeit benutze, damit ich nicht immer auf die zurückwechseln muss, die Beleben 3 hat. Erinnerst du dich an den, nicht an Kawanabe, der Direktor der Stiftung zur Unterstützung der Kunst? Der Mann, der mir in Madaramas Haus seine Unterstützung angeboten hat? Ich möchte, dass du mir mit ihm hilfst. Hast du Zeit? Ja, kann steigen, super. Was geht's? Das wäre mir wirklich eine Hilfe. Ich finde es suspekt, dass er einen Oberschüler wie mir Geld anbietet. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Triff dich mit ihm. Indeed. Ja. Auch wenn es nur ein Anschein von Hoffnung ist, muss ich mich daran klammern. Also gut, ich werde ihn anrufen. Er ist bereit, dich sofort mit mir zu treffen. Ich wüsste es zu schätzen, wenn du mich begleiten könntest, Rin. Deine Anwesenheit reduziert meine Unbehagen und lenkt von der finanziellen Verlockung ab. Außerdem kannst du gut abwägen, ob er mich wirklich hinter das Licht führen will. Let us be off. Kawanabe-san wartet in der Sushi-Bar auf uns. Ich habe ihn über dein Kommen informiert. Gehen wir. Will ich mit Sushi ködern? Mit dem guten Sushi, wie ich es auch schon sehe, okay. Komm, ich habe für dich auch eine Portion bestellt. Bitte greif zu. No. Ich finde das irgendwie... Ich meine, es ist super krass, ne, dass er uns auch was bestellt hat, obwohl wir einfach nur dabei sind. Aber er hat selber nichts, das finde ich irgendwie so weird. Aber vorher möchte ich dich noch etwas fragen. Wer bist du eigentlich? Eine interessante Frage. Beruflich bin ich ein Galerist, aber ich habe vielfältige Hobbys. Die Stiftung ist eines dieser Hobbys. Grob gesagt entdecken und fördern wir talentierte jugendliche Künstler. Wir bieten Stipendien und Auslandsaufenthalte und bringen Künstler und Käufer zusammen. Sogar Madarame war einmal in der Stiftung aktiv. Sensei, ich meine Madarame? Ja, sehr viele haben von seiner Zusammenarbeit mit uns profitiert. Wir kannten die düsteren Gerüchte über ihn, aber sein Geständnis hat uns völlig überrascht. Er hat uns vermutlich die ganze Zeit über getäuscht. Madarame, dass ich einmal auch seinen Lehrer gehört habe. Ihn meinen Mentor genannt habe. Seine Lehren gehört habe, ich wollte gerade sagen, das stimmt gar nicht. All das ist nur seinetwegen passiert. Es ist seine Schuld, dass ich nicht mehr mit reinem Herzen malen kann. Hm? Früher hat mich allein der Wunsch zu malen dazu gebracht, nach Schönheit zu streben. Doch nun belastet mich ständig das Streben nach Preisen oder nach Lob und Anerkennung. Ein hässlicher Zusatz hat sich an meine Arbeit geheftet. Ich kann nicht mehr so malen wie früher. How could this be? Meine Kunst ist mit einem Makel behaftet. Verstehe. Aber es wäre Vergeudung, dein Talent einfach verkommen zu lassen. Unsere Stiftung unterstützt dich gerne. Nicht nur einen ehemaligen Schüler des berüchtigten Madarame, auch noch mit diesem Aussehen. Es ist definitiv ein Markt für dich. Wir verkaufen dich als den tragischen, hübschen Künstler. toller Name. Was meinst du damit? Hübsch? Das sind alles blöde Antworten. Das will ich nicht sagen. Das ist gemein. Na gut, was meinst du damit? Auch wenn ich es mir denken kann. Wie ich schon sagte, das frage ich mich auch. Genau wie ich es sagte, Madarame stiehlt seine Ideen. Du wirst obdachlos, nackst am Hungertuch. Diese Instabilität, die dich umweht, ist die perfekte Tragödie.
So eine Geschichte kann man sogar Kunstbanausen verkaufen. Eine Geschichte? Wenn du im heutigen Klima keine Geschichte hast, dann wird niemand deinen Namen. Keine Angst, wir kümmern uns um die Details, aber dafür musst du deine Werke in meine Galerie verkaufen. Wir berechnen deine Provisionen, aber du bekommst konstante Einnahmen und eine gute Kundenbasis. Mach dich nicht über mich lustig. How foolish. Tragödie, Aussehen, Geschichte, das hat alles nichts mit Kunst zu tun. Kunstgeschichte. Okay. Dabei geht es doch nur um Geld. Und genau das zerstört die reine Schönheit. Wie unreif. Wie bitte? Du hast wohl noch nichts gelernt. Du betrachtest die Realität nicht objektiv. Ist Reichtum wirklich so schlimm? Und wie lange willst du noch diese Illusion daherjagen? Reinheit, Kunst. I decline. Sei still. Ich lehne dein Angebot ab. Ich dachte, du hättest den Willen, die mit der Kunst den Lebensunterhalt zu verdienen. Diesen Willen habe ich, aber ein solches Leben darf nur auf objektiver Bewertung beruhen. Dann habe ich eine Gelegenheit für dich. Meine Stiftung veranstaltet einen Wettbewerb für junge Künstler aus dem ganzen Land. Der Preis ist unsere Unterstützung. Wir stellen Kunden aus ganz Japan das nächste große Talent vor. Auf die lastet viel Druck, wenn du teilnimmst. Oder traust du dich nicht? What did you say? Was hast du gesagt? Na gut, das hätte ich sparen können. Er hat es ja genauso gesagt. Ob du wohl den Mumm hast, einer objektiven Beurteilung von dieser Größenordnung standzuhalten? Ich freue mich, dass ich es bald herausfinden darf. Also dann, wir haben wohl nichts weiter zu besprechen. Du kannst die Rechnung in mein Büro schicken lassen. You are unforgivable. Dieser gierige Drecksack. Warum reden Künstler immer nur von Geld? Haben sie die wahre Bedeutung der Kunst vergessen? Beziehst du jetzt nicht auf alle, Yusuke. Die Wahrheit, das sag ich bestimmt nicht. Die Wahrheit liegt in dir. Green. Yes. Du hast recht. Meine Leidenschaft kann die Welt verändern. Aber ohne Geld verhungere ich. Leidenschaft füllt mir das Herz, aber nicht den Magen. Was für eine Zwickmühle. Ich werde jetzt nicht das Thema anfangen. Wir lassen das schön sein. Geld füllt den Magen eigentlich auch nicht. Aber lass mir das... Nein. You have my thanks. Aber ich bin froh, dass du mich begleitet hast. Wäre ich allein gewesen, hätte ich mir wohl voller Wut die Zunge abgebissen. Mit anderen Worten, du bist in meinem Leben eine Kraft der Besänftigung. Meine Bindung zu Yusuke vertieft sich. Live Painting erlaubt Yusuke, die Duplikation und Kartenstellung sofort einzusetzen. Soll das heißen... Das heißt wahrscheinlich, muss nicht mehr warten, bis er fertig ist, und ich kann einfach so viel die ganze Zeit kopieren lassen, wie ich will? Oder ist eine gewisse Anzahl von Aufladungen? Oder er kann trotzdem nur eins machen und gibt mir das dann direkt in die Hand. Das wäre ehrlich gesagt, naja, höchstens Quality of Life. Zumindest, man muss leider sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich leider sagen möchte, aber man muss faktuell zumindest mal sagen, Yusuke hat ein bisschen... Leider, ich will nicht das Wort leider benutzen, weil das nicht schlimm ist oder nicht schlecht ist, aber es ist trotzdem zu bemerken. Er hat eine eher unterstützende Rolle fürs Team. Weil seine Fähigkeiten, die er lernt, haben nichts mit dem Kampf zu tun, sondern damit uns halt diese Karten, oder vor allem mir diese Karten zuzuspielen. Ne? Also andere kriegen ja auch Fähigkeiten, die man in Kämpfen triggern kann und so weiter. Alright. Okay. Ich werde den Ankawanabis-Ausstellung teilnehmen. Ich werde mein Können beweisen. Komm, gehen wir nach Hause. Nein. Eigentlich sollten wir erst essen. Das Sushi hat schließlich nichts getan. Let us return home. Ich glaube, ich habe der Typ das. Also ich weiß nicht, wie der Typ genau drauf ist, ne? Vielleicht hat er Yusuke auch nur ausgetrickst nach dem Motto, hey. Ich provoziere dich ein bisschen und dann sagt er gleich danach, wir haben so eine Ausstellung, wo du auch mitmachen kannst, weißt du? Als ob er ihn versucht hätte zu provozieren, dass er Motivation findet, diese Ausstellung irgendwie zu gewinnen oder da irgendwie richtig zu punkten, dass er das halt ohne dieses Publicity-Krams schaffen kann. Weil das vielleicht gar nicht unbedingt sein Plan wäre. Er wollte vielleicht Yusuke extra in diese Richtung drängen. Rin, ich brauche Aufmunterung. Es ist gut, dass ich vor der Leinwand sitze, während meine Emotionen am Toben sind. Aber... Der anhaltende Geschmack von Sushi lenkt mich total ab. Nicht nur das, ich habe Kawanabe erlaubt, für alles zu bezahlen. Ich bin eine Schande. Ein bemerkenswerter Sklave des Geldes.
Ja, Yusuke, ich glaube, das ist für ihn nicht so relevant gewesen, was er da gemacht hat. Das ist vor allen Dingen, er hat schon gesagt, Berechnung ans Büro, wahrscheinlich wollte er das von den Steuern absetzen. Das ist halb so wild für ihn. Es ist kein Verbrechen, Sushi zu lieben. Schätze ich, dieses Sushi war echt lecker. Da stand kein Preis, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich teuer war. Ja, der Laden soll wohl sehr teuer sein. Sushi kann gewiss eine Art Kunst sein, wenn es mit Liebe und Handwerkskunst gemacht wird. Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich immer noch Zweifel an meiner Arbeit. Es wäre unheimlich... Ja gut, das ist natürlich irgendwie zu weit hergeholt. Er wird Künstler bleiben im Sinne von Gemälde malen. Aber es wäre natürlich lustig, wenn er Künstler im Sinne von Essen wird, ne? Also Nahrungsherstellung, Koch und so weiter. Da könnte er das ein bisschen verbinden mit dem Essen, ne? Und dem Zirin und dem Geld verdienen, keine Ahnung. Aber das glaube ich nicht, dass sie in diese Richtung sprengen werden. Das wäre schon sehr intensiv und sehr heftig weg von dem, was er eigentlich kann und macht. Ne? Also das streichen wir mal wieder. Vielleicht blamiere ich mich da nur wieder, aber selbst wenn, ich muss meine Gefühle ausdrücken. Deine Unterstützung würde mir alles bedeuten. Bis bald. Oh oh. Das ist der letzte Abend vor Tag X, Leute. Und wahrscheinlich vom Tod. Morgen ist der Termin mit deinem Verlobten. Kein Problem. Bei dem Zustand, in dem mein Vater ist, muss es im Moment warten. Uhu, wir haben eins unser Ziel erreicht. Das heißt aber nicht, dass meine Hochzeit abgeblasen ist. Mein Vater hat zugestimmt, es in der anderen Welt zu machen. Aber bei seinem Zustand? Das muss also auch bis nach dem Sinneswandel warten. Tja, klingt, als wären wir aus dem Schneider. Ja, und alles nur dank euch. Everything should work out well if Okumura has a change of heart. Assuming it happens like it always does, we should be seeing some results soon. Oh Mann, das wird bestimmt jetzt heftig, oder? Oh. Hey, hey! Ja, möchte ich, weil ich brauche die Wissenspunkte. Wissen ist gerade das Wichtigste für mich. Denn das hat mit Hifumi zusammen. Hängt mit Hifumi zusammen. Wenn es zu heiß zum Schlafen ist. Eine Kugel Eis, bitte. Okay, das ist einfach. Klimaanlage passt nicht. Ventilator gibt es nicht. Kühl. Ich sehe hier nicht mal K, also nee. Das sind die anderen Dinger dann. Treuer Unterstützer. Schon voll simpel, ich komme ja nicht drauf. Englisch für los. Okay, wow, das kriege ich auf die Reihe. Das kriege ich noch auf die Reihe. Okay, treuer Unterstützer. Ach Gott, bin ich dämlich. Wow, hat doch hier viel zu lange gedauert, ne? Muss man schon wieder sagen. Ein Fan natürlich. Okay, was haben wir hier? Anklage für den Luft. Anlage für den Luftwechsel. Schon wieder voll offensichtlich und ich find's nicht. Die Blamage geht wieder los. Das hilft mir auch nicht, zwei Buchstaben zu haben. Ich muss ja die Buchstaben auslöschen, das ist eins, was mir hilft. Ich meine, das kann ja nur Ung oder Ing sein, oder? Wahrscheinlich Ung. Anlage für den Luftwechsel. Warum fällt mir das gerade nicht ein? Ung. Flutung, Zukung, Tutung, Lukung. Boah, ey. Warum? Wow. Ja, wenigstens habe ich es noch gesehen, ja? Also bitte. So. Wenn es zu heiß zum Schlafen ist, mit TE am Ende. Oder gegen Ende zumindest. Also I kann da eigentlich nicht hin, oder? Und U auch nicht, weil ich brauche bestimmt noch beide da hinten, oder? I und U, oder? Ich teste ein bisschen was aus, vielleicht komme ich ja drauf. Ich konnte mich gerade nicht drauf, leckerlicherweise mal wieder.
Oh, wow. Also ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil ich angefangen habe, die Buchstaben zu setzen. Und nach dem, was ich glaube, was Sinn macht, von der Beschaffenheit der Buchstaben. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Aber okay, ja, gut, Hitze, gut. Okay. Ich hab's ja irgendwie geschafft, drumherum gearbeitet dieses Mal. Gut, Hitze. Diese Bezeichnung wird in Japan verwendet, wenn die niedrigste Temperatur über 25 Grad liegt. Diese Hitzenächte kommen durch Wärmeinseln zustande. Bis man sich des Phänomens der Hitzeschläge bewusst wurde, nahm man an, dass es sich um Tod durch unnatürliche Ursachen handelt. Ja. Alright. I see. Nice. All das hilft uns, Stück für Stück, damit voranzukommen. So, hier ist schon wieder der Politiker. Okay, Moment, dann gehe ich da erstmal dahin. Wenn ich noch in ihm steigen kann ohne Probleme, mache ich das vielleicht sogar. Aber es kommt auf andere Weg genug. Wir haben irgendwie nicht viele Punkte bekommen, gefühlt, aber verirre ich mich da auch. Everyone. Good evening. Parlamentarier Matsushita hat mich zum Essen eingeladen. Die Einladung gilt auch für dich. Aufgrund dieser Story wird es auf jeden Fall weitergehen. Dann machen wir ihn nochmal weiter, warum nicht? Gib mir Bescheid, ob du die Einladung annimmst. Es wäre eine große Hilfe meiner Kampagne, falls du auch kommst. Ja, warum nicht? Ich habe jetzt gerade Yulungo gemacht. Ich kann weiterkommen mit ihm, mache ich es nochmal. Ja. Right away then. Dann gebe ich Bescheid. Er findet in einem nahen Hotel statt. Es findet, ja, war schon richtig. Kuramoto ist immer wieder im Krankenhaus. Wird bei der Wahl wohl nicht antreten. I see. Er plant, dass sein Enkel, der ebenfalls in unserer Partei ist, seinen Platz einnimmt. Yes. Leider liegt das alles längst hinter mir. Yoshida. Hey, du musst weiter essen. Du wächst ja noch. Ich habe dich eingeladen, weil ich dir was fragen wollte. Was hältst du von den Phantomdieben? Du hast doch bestimmt von ihnen gehört, oder? Sie sind sehr beliebt geworden. Ich würde gerne deine ehrliche Meinung hören. Bist du als junger Mensch für oder gegen sie? Also ich weiß, eigentlich ist es keine von den Antworten. Aber wahrscheinlich soll ich das hier sagen, ne? Es ist alles so naheliegend, das zu sagen. Aber ich finde es interessant, zu sagen, ich bin gegen sie, tut mir leid. Interessant, das hätte ich nicht erwartet. Das heißt, die jüngere Generation verehrt sie als Helden. Was ist mit dir? Ja, wahrscheinlich hätten wir ja sagen sollen, um Punkte zu kriegen, aber ich zweifle sie halt eher an. Ich bin nicht wirklich gegen sie, ich bin auch nicht wirklich für sie, also was soll's. Ich hätte nicht einfach ja sagen sollen, wenn ich mir schon denke, dass es da Punkte gibt, richtig? Na egal. Sie wollen das Böse besiegen und den Schwachen helfen. Das verdient auf jeden Fall Respekt. Ist ja nicht ganz ähnlich wie das, was du propagierst. You're right. Das kann ich nicht leugnen, aber deswegen unterstütze ich sie nicht. Ich wette, es ist eine Gruppe von jungen Leuten. Junge Leute, die Grausamkeit und Ungerechtigkeit erlebt haben. Ach, recht hat er ja irgendwo, ne? Sie stellen sich mutig den Marken in unserer Gesellschaft, ohne an die Konsequenzen zu denken. Mutig, aber auch erbärmlich. Der Ex-Abgeordnete, der durch Skandal seine Ehe verloren hat, stellt sich erst auf ihre Seite? Naja, nicht so wirklich. Wolltest du darüber mit mir sprechen? Nein, die Partei hat entschieden, welche Kandidaten sie in den Wahlbezirken unterstützt. Hm? Und? Laut Strategie der Partei wird einer unserer Hauptkandidaten für diesen Bezirk antreten. Du hast keine Chance zu gewinnen. Ich soll also meinen Wahlkampf für die Parlamentswahl einstellen? Ich will dich um den heißen Brei umreden. Bende deine Kandidatur und werde meine rechte Hand. Es soll dein Schaden nicht sein. Ich beantrage deine Wiederaufnahme in die Partei. Und ich werde die Vorwürfe der Unterschlagung gegen dich eingehend untersuchen lassen. What? Matsushita. Du könntest endlich deinen Namen reinwaschen. Denk darüber nach. Bis bald, Herr Sekretär. Er hat einen Hintergedanken. Würde er sich die Chancen ausrechnen, würde er mich nicht bitten auszusteigen. Er will mich wohl dort ausnutzen. Das geschieht in dieser Welt sehr häufig. Was würdest du in der Situation tun, Korsakun? Ablehnen. Ich soll mein Schicksal in die Hand nehmen, ja? Du bist wirklich eine Inspiration. Thank you. Danke für deine ehrliche Meinung. Keine Sorge, ich höre nicht auf, die Reden zu halten. Vor allem aber will ich mich weiter mit dir unterhalten.
ja, so als Beratungsposition da reinzugehen und einfach so ein Parteimitglied zu sein, was nachher dann nur die Hand hebt, wenn es vorgeschrieben ist, die Hand zu heben, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Er hat seine Meinung und seine Vorstellung und die soll er noch entsprechend versuchen überzubringen. Du hast so eine frische Sicht auf die Welt. Meine Bindung zu Yoshida vertieft sich. Hey, jetzt habe ich ihn immer noch auf Rang 6 gebracht, ne? Hätte ich gar nicht mal gedacht. Alright. Lass es für heute gut sein. Tut mir leid, dass ich dich mitgeschleppt habe. I shall ask you again another time. Bis bald. Oh, Tag X, Leute. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, noch ein Telefonat gibt's vorher noch. Tut mir leid, dass ich dich mitgeschleppt habe. Ich bin sicher, dass du eines Tages wieder gerades Essen, ne? So schlecht war das nicht. Dass du eines Tages eine ähnliche Situation erleben wirst. Lass mich dir etwas sagen. Wenn die Leute mit diesen Verhandlungen zu dir kommen, musst du sehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Siehst du das Angebot als ein Risiko oder als eine Chance? Du wirst bald selbst wichtige Entscheidungen treffen. Du darfst nur nie vergessen, wer du bist. Ich versuche daran zu denken. Oh, gut, ich habe zwei Minuten bekommen. Wenn wir das erste Mal verkackt haben, ist noch ein bisschen was rausgeholt. Gut, es ist wichtig, den Leuten zuzuhören, aber das darf deine eigene Stimme nicht übertönen. Ich habe es zugelassen und sieh nur, wohin es mich gebracht hat. Tut mir leid, vielleicht steigere ich mich da etwas zu sehr hinein. Nun dann, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. So ging der 10.10. vorbei und wahrscheinlich ein verheißungsvoller 11.10. startet nun. Tut mir leid, dass ich euch allzu früh am Morgen anschreibe. Mir scheint, als würde mein Vater eine dringliche Pressekonferenz abhalten. I guess Okumura finally had his change of heart. Ich hoffe, er erschießt sich nicht oder so. Ich weiß nicht, wie das mit dem kognitiven Kram funktioniert, aber ne, wie dem Shutdowns, wie die Metal Shutdowns genau, wissen wir eigentlich. Wir haben ja nur Vermutungen. Es könnte ja auch sein, dass die Art und Weise, wie man getötet wird im Palast, was ausmacht und dass er sich irgendwie erschießt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das wäre natürlich die extreme Variante, dass er sich jetzt in der Pressekonferenz hinrichtet. Das wäre natürlich super heftig. Ich schätze, okay, versteht ihr auch gar nicht. Vielleicht bin ich ja völlig bekloppt damit. Keine Ahnung. Ich schätze, Okumura hatte endlich einen Sinneswandel. That has to at least lift some of the burden on Haru's shoulders. Also, er hat ja gerade geredet. Echt jetzt? Glückwunsch. Wann soll die stattfinden? 20 Uhr heute Abend. Ob er wohl von den mentalen Fakten sprechen wird? Wo sollen wir uns das ansehen? Warum treffen wir uns nicht vorher? Oh Gott, ja, gucken wir uns das alles schön an, was da passiert. Ich habe Befürchtungen geäußert, aber ich hoffe nicht, dass ich recht habe. Liegt dir was auf dem Herzen? Ich sehe keinen Grund, sich zu treffen, aber ich sehe auch keinen, sich nicht zu treffen. Wie hört sich der Dach der Shushin-Akademie an? Ich habe da oben tatsächlich was zu erledigen. Die Blumen gießen. Klingt gut, muss Jahre her sein, dass ich da oben war. Was? Das ist doch unsere Schule. N. Jahre her? Weißt du noch, wofür unser Versteck war, N? Bin ich gerade blöd, oder? Naja, warte, die Schule? Futaba, du solltest durch den Vorleingang reinkommen. Wir sehen uns nach der Schule dort. Hm? Moment, wait, wo ist Yusuke? Okay. Warum ist das vor? He's still asleep at this point. He's definitely going to be late for school. Warum ist mit Yusuke jetzt irgendwas? Muss ich das beunruhigen? Nachher ist Yusuke Black Mask drin. Das kann ja nicht. Er war ja bei uns, das ist ja unmöglich. Aber das wäre so krass, wenn einer von den eigenen Leuten... Das kann aber nicht mehr sein. Das ist mittlerweile ausgeschlossen. Noch eine Woche bis zu den Prüfungen. Hoffentlich habt ihr dieses Halbjahr regelmäßig gelernt. Oh, wie an der Prüfung. Aber kommen wir zu etwas anderem. Okumura Foods war letzter Zeit ein brandheißes Thema. Die mediale Berichterstattung muss mindestens 10 Millionen werden bald sein. Ich dachte zuerst, dass der Aufschrei eine ausgeklügelte Marketingkampagne ist, aber das kann wohl doch nicht sein, denn der Ruf der Firma leidet schon extrem. Werbung und das öffentliche Image sind für eine Firma wichtiger als alles andere. Kennt ihr den psychologischen Test, bei dem diese Bilder zur Verwendung kommen? Es geht darum, diesen beiden Formen anhand ihres Aussehens einen Namen zu verleihen. Kosa-san? Oh shit. You. Leute wurden gebeten, einen dieser Formen mit Boba und die andere Kiki zu nennen. Ja, und Boba werden sie bei B gemacht haben und Kiki bei A. Welche Form wurde am häufigsten für Form B gewählt? Boba. Boba muss es sein. Ja. Das ist aber einfach. Ne? Ich meine, Kiki hat man wie eine Betonung, wie der Art und Weise, wie die Wörter verwendet, ist eher was Spitzes. Und Boba ist eher so Kaugummi-mäßig, so
Und deswegen passt das da eher zu. This is it. Yes. Stimmt genau. Die meisten nannten Form Beboba und Form Akiki. Scharfe Laute wie K und T sind mit spitzeren Bildern verbunden. Eine Theorie zufolge werden Klänge und Formen in derselben Region des Gehirns verarbeitet. Und dieser Sinn ist überall auf der Welt gleich, egal in welcher Sprache, das Ergebnis ist gleich. Nice going! Komm schon, das ist der eine Punkt, den ich noch brauchte, oder? Natürlich nicht. Man kann ja hoffen. Der Name eines Produkts vermittelt uns ein Bild, schon bevor wir das Produkt benutzen oder kaufen. Big Bang Burger zum Beispiel. Die stimmhaften Konsonanten und kurzen Silben hinterlassen einen Eindruck. Wobei durch die Negativtagzeilen auch das Bild eines Unterdrückers geweckt werden kann. Selbst die Lehrer haben Okumura im Blick. Naja, es macht bald einen Sinneswandel durch. Er macht bald einen Sinneswandel durch, also es gibt keinen Grund zur Sorge. Alright, that's it for today. Ich bin immer fasziniert, gerade wie so ein Gedankenspiel, von der Tatsache, dass das der erste Palast hier Kamoshida war und das gefühlt. Ich nehme es wieder zurück. Vergiss, was ich sagen wollte. Ich wollte gerade eine Verbindung schlagen und mich wundern, dass Kamoshida keine Verbindung hat, aber Madarama hatte auch keine wirkliche Verbindung, glaube ich, zu den. Ich nehme es wieder zurück. Vergiss es einfach. Okay, das reicht für heute. It's finally lunchtime. Man, I'm really in the mood for some bread today. Hey, can I speak with you for a moment? Okay. So about Dr. Maruki's counseling. You've already gone to see him, right? Ich war sehr oft da, ja. Ja, war ich. I see. That's good then. I'm sure you're aware, but Dr. Maruki's term here will be ending pretty soon. Ich weiß. Deswegen habe ich das so schnell beendet, weil die haben damals schon gesagt, dass er irgendwie nur bis zu November hier ist. Das heißt, bald ist er nicht mehr da. Aber wir haben ja getan, was wir konnten. Und wenn er sich von sich aus nicht mehr meldet, dann er wird er sich auch melden. Also, ne, ich warte gerade darauf. Weil momentan können wir mit ihm nichts mehr machen. The higher-ups told me to make sure you've received adequate counseling. Be sure to visit him, so you don't bring any unwanted attention to yourself. Okay? Ich ziehe einfach meine Berater-Arkane raus und zeige dir hier, guck, Rang 9. Counseling, eh? But anyway, let's go get lunch. Bring on the bread! Senpai, so nice to see you. Wie läuft's? It's going wonderfully. Are you also about to eat lunch, Senpai? If it's all right with you, would you mind eating together? Gute Idee. Warum nicht? How nice to see you two together. Oh, would you like to join us for lunch, Dr. Maruki? We were just discussing eating together. Are you sure? Well, maybe I will tag along then. Is that your lunch, Yoshizawa-san? Naja, sie ist Sportlerin. That doesn't really... To eat this much to stay active. I always burn through everything I eat. From my point of view, it's your two lunches that are the issue here. Was haben wir da eigentlich? Einfach nur so ein Brot oder ist da vielleicht was gefülltes oder so ein gefülltes Brot oder so? If you're going to strengthen your body, you have to eat right. You should really work on your diets. Touché. And you're right, yours does look nutritious. You know, you seem to be giving off a different vibe lately. Yes, I was able to put my problems in the past and move on. Ah, so that's what it is. You don't seem to be overexerting yourself either. I'm sorry I had worried you. Oh, not at all. It's wonderful to hear how you've been. I must admit, I'm a bit surprised. If you don't mind my asking, was there some kind of reason for this breakthrough? Well, it's all thanks to him and his acquaintances. I suppose you could say they gave me a reason to rethink things,
Or more like a reason to stand up to my problems. Also ich meine, klar, sie verrät gerade eigentlich nichts, weil sie das nicht bespricht und so weiter. Aber selbst wenn sie eigentlich gar nichts Richtiges sagt oder Problematisches, könnte man das problematisch auffassen, wenn man sowieso schon überlegt, wer sind die Phantomdiebe, deswegen... Isn't that right, Senpai? Aber ich interpretiere wieder zu viel rein, lassen wir das. Sei besser dankbar, wow, ne, stimmt genau. Stand up to your problems, eh? You've grown to be very strong, Yoshizawa-san. Mm-hmm. I'm totally over it now. Sorry for talking so much. Why don't we focus on our lunches? Thanks for the food! Oh, I forgot. I have PE next. I should get going. Please excuse me. Yoshizawa-san really does seem to have found her footing. She seemed absolutely tormented about her situation just the other day. I have to say, this drastic change has really knocked me for a loop. Perhaps the Phantom Thieves changed her heart? Ja, siehst du, ich kann mir nämlich vorstellen, dass er so einen Gedankengang haben wird. Und nach dem, was sie gesagt hat, würde es auf uns deuten. Ich glaube nicht. I was just joking. Looks like time's up. You should head back to class as well. See you around. Treffen wir uns auf der Schule auf dem Dach? Auf dem Dach, hä? Ach ja, du warst ja nicht dabei. Kannst du heute nach dem Unterricht aufs Dach zur Schule kommen? Ja, und du anscheinend auch nicht, weil du dankst, dass du seit Jahren nicht da gewesen wärst. Ja, gut, vielleicht hat es einfach... Ja, gut, umgangssprachlich hat sich übertrieben. Vielleicht nehme ich es zu wörtlich. Ja, meinetwegen. Ich verstehe zwar nicht, was hier los ist, aber klar. Ist Haro in der Schule? Ich gehe jetzt hin. Heute Morgen war alles so hektisch. Ich komme vor Unterrichtsabschluss. Da fällt mir ein, dein Blumenbild ist auf dem Dach. Davon wusste ich wohl ganz viel. Aber gut. Blumenbeet. Fragezeichen. Stimmt, es ist gerade die richtige Zahlungszeit. Ich setze sie vielleicht bald um. Blumen sind ein tolles Hobby. Ich helfe dir. Wir helfen auch mit. Echt? Danke. Okay, wir sehen uns dann nach der Schule. Bim, 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 bim. So, you're the one who grew these, Senpai. Ja, das wussten wir auch, weil wir haben am Anfang aufgepasst und sie schon in der Schule gesehen. Und mitbekommen, dass sie den Auftrag bekommen, uns darum zu kümmern. You can just call me Haru. The seasons are changing soon, so I thought it'd be nice for the plants to change as well. This time, it's a Yusuke Kitagawa production. All I did was add some... how do I put it? Aesthetic simplicity by balancing the color placement. Furthermore, Haru chose the flowers herself. It will surely be a great bed, no matter the arrangement. I'm looking forward to it. Why don't we plant you, Mona? Weren't you a shut-in until just recently? You'd better photosynthesize while you're here. Well, let's get started. Perhaps the Snapdragon should go 2 more millimeters to the left. An, er trägt alle Pflanzen. That's not gonna make a difference. Hey, you know how we're thinking of the school festival as our celebration party? Anyone else think we should have a real celebration on top of that? I must agree. It would be not only a celebration, but a welcoming as well. I'd like to do something among ourselves. Oh, diese Happy-Mucke extra schon, ne? Nur schön aufsteigen den Berg, bevor man runterfällt, nicht wahr? Let's do it then! A joint party to celebrate and to welcome Haru! Oh, you don't have to do that. The school festival is more than enough. How is everyone else supposed to get excited if the star of the party's not into it? Well then, how about a night party? At Destinyland.
Oh Gott, jetzt geht's nach Disneyland, Destinyland. By Destinyland, do you mean that Kingdom of Dreams? It would be a bit late, but there are some plans that allow us to rent out the park for the night. The entire park? You're talking about the Destinyland, right? Didn't you say you'd like to do something amongst ourselves? I did, but... Hold on, I'll go check. She really thinks like a celebrity. The heck's she gonna check? Guys, it looks like it will work! We're really gonna have it at Destinyland? Not like one of the restaurants, but the entire park? Even just for one night, the price is insane! Oh, that won't be a problem. We had originally booked it for a company party, then had to call it off because of the scandal. Okay, das ist natürlich sehr passend, okay. Ich wollte gerade sagen, weil das wirklich fucking teuer gewesen wäre. Und ich frage, ob sie das Geld, ich hätte lieber in unsere Truppe investieren sollen, aber gut, wenn das so aussieht. We'd barely get anything back if we cancel the reservation, so why not take advantage of it? Wouldn't that be oddly conspicuous, though? It's still officially under the company's name. We needn't worry. In that case, let's do this! We'll just celebrate twice as hard today! I'm sorry for disrupting everyone. You did come to help me after all. Well, let's get back to it. So, seriously, how much does it cost? For real? Wir feiern heute Abend also in Destinyland. Heute Abend schon mal. Destinyland. Ja. Alles klar. Ob es hier wohl einen Palast gibt? Also ich meine nicht den da hinten, sondern ich meine... Lassen wir das. The food was arranged on my plate as though it were paint on a canvas. Diese Öhrchen. Oh Gott, ich sehe jetzt diese Kopfbedeckungen. Warum hat er so Teddy-Öhrchen auf? Und Futaba hat so komische Bunny, ihr ist mit Hütchen auf. Ich kann nicht genau sagen, was einer auf dem Kopf hat gerade. The staff brought out this table and food just for us, huh? Okay, Katzenöhrchen mit Schleife. Weil die Schleife erinnert auch sehr an eine gewisse Figur. Also na gut. I thought if we were going to dine together, it would be better to do it somewhere with the view. The VIP life is incredible! Not that I'd expect anything else from a private rental. There really is no one else here. We are the rulers of the Kingdom of Dreams! Is this lighting just for our sake as well? That's right. It's beautiful. It's not as beautiful as you. That's the kind of stuff couples say, right? Almost anyone would fall for that line in front of a sight like this. Lady An, this view is not as beautiful as... Come on, you guys are getting way too excited about this stuff. Morgana hat's versucht, aber... wieder abgewürgt. You say that like you're not tapping into your inner child too, Ryuji. This is just because Futaba kept nagging me to put him on. I did not. You said something like that. It's a doof us. Streiten bringt euch näher. That's a good way of putting it. I wonder if that has to do with where we are. My, this is so heartwarming. Honestly, I would have liked to see the parade as well. But given how sudden the request was, they couldn't get enough staff together to do it. Das wäre auch echt noch lächerlicher gewesen, dass sie überhaupt hier mit so vielen Staff ankommen müssen wegen ein paar Leuten hier. Perhaps that will have to wait until next time. Ist da eigentlich theoretisch ein Stuhl zwischen Anne und Ryuji, weil sonst hätte Haru von vornherein stehen müssen, was irgendwie weird wäre. Either way, this party's totally the best one so far. It's freaking amazing. Ich mache das All You Can Eat lieber, aber gut, Geschmackssache. I'm glad to see you're enjoying it.
Be careful, Haru. You've shown these guys what luxury means. This'll really raise the bar for our next celebration party. You're already talking about our next party? Don't you think that's somewhat premature? Seriously? That party will be for me! Still, how do I put this? I met Mona-chan. I got to know you all. Isn't everything going a little too perfectly? It's actually a bit frightening. You worry too much. Das ist Intuition, glaube ich. I must just be overly cautious because of my circumstances up till recently. I'm sorry for bringing it up. Hey, isn't it almost time? You know, for the press conference? Oh. Oh, perfect timing. Perfect timing. Ich bin mal so mies, weil ich schätze, was jetzt kommt, wird nochmal richtig dauern. Es wäre jetzt ein Fehler, die Folge weiterzumachen. Ich weiß, das ist ein mieses Timing, von wegen Perfect Timing. Ein Cliffhanger ohne Ende. Ob da jetzt was passiert oder nicht, das werden wir wohl erst beim nächsten Mal erfahren. Das heißt auch, ich muss noch eine Folge aufnehmen, aber das soll mir recht sein, denn ich will auch gerne wissen, was als nächstes passiert. Ich werde es natürlich jetzt gleich direkt wissen, ihr dann übermorgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis denn. Bye, bye.